Gibt viel vorzulesen hier. Achso. Wir müssen uns dem Bösen stellen. Ja, wir müssen uns dem Bösen stellen und ich habe ganz vergessen, dass hier die Autosave-Stelle war. Vor lauter Rumgequatsche gerade. Ein Genlock-Gesandter, sprich Magier. Das heißt, wir verstecken uns erstmal hinter der Wand. Ja, Kommandant. Weil... Deswegen. Magier sind scheiße. Ach Mann, jetzt haben die mich noch umgehauen. Schon unterwegs. Los geht's. Los. Ja, jetzt. So, ihr Penner. Einfach eine Dame zu schlagen, das ziemt sich nicht. Nehmt dies, meine Herren. Oh, es ist einfach umgefallen. Oh. Gerade als Held muss man ja in jeder Situation höflich sein. So. Auf Wiedersehen. Sagte er zu den drei Blutflecken auf dem Boden. Und da wird schon wieder mal verprügelt. Helf mir! Ich schaffe es nicht allein! Schon unterwegs. So. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ihr nicht aufgetaucht wärt. Uns gehen die Verbände aus. Neue Quest. Eine medizinische Notwendigkeit. Besorge Verbände für die Wache. Die Verwundeten benötigen dringend Verbände. Die Wache, die sich um sie kümmert, sagte, auf der anderen Seite des Hofes gäbe es entsprechende Vorräte. Wir haben noch einige Vorräte auf der anderen Seite des Hofes. Ach so. Bringt mir die Verbände und beeilt euch. Ich beeile mich. So, behende, eile ich und hole die Verbände. Und schon wieder Menschen in Not. Mit was rechnen wir denn hier? Genlock, Hörlock, Hörlock, hoffentlich kein Bogenschütze, aber wie ich das so kenne. Eigentlich erst den Bogenschützen ausschalten, aber in dem Fall... Ach, und noch so ein Schreckling ist da. Der Schreck heißt auf Englisch Shriek, hier ist der Kreischer. Ich muss mich an die deutschen Namen gewöhnen, es tut mir leid. So, schrauben wir erstmal den Typen frei. Und jetzt können wir hier die Herrschaften begrüßen. Ach. Der Kampf geht natürlich weiter, aber man kann sich ja gemütlich... Ach, da hinten kämpft auch noch einer, verdammt. So viel zum Thema, man kann sich gemütlich irgendwo hinstellen. Mist. Ich eile! Naja. Scheinbar eile ich nicht schnell genug. Das tut mir leid. Aber das passiert. So, hier sind die medizinischen Vorräte. Damit haben wir die Quest erledigt. Ja. Hier, Quest aktualisiert, alles besorgt und weiter geht's. Los geht's. Ja, habe ich doch gerade gesagt. So. Ein hübsches Bürkchen ist das. Und da stiefeln wir bestimmt auch gleich rein. Oh, vielen Dank. Wir können sie wirklich gut gebrauchen. Ja, das habe ich mir gedacht. So, nochmal schnell die Truhen plündern hier oben. Langschwert des Wächters. Aha. Bin schon unterwegs. Wie gesagt, soweit habe ich schon in der englischen Version gespielt. Und das auch aufgenommen als Let's Play, aber das war dann nicht ganz so geil, wenn alles zwischendurch auf Englisch ist. Wenn ihr selber, ganz kurz die Info, wenn ihr selber patchen wollt, ihr habt euch das, was weiß ich, bei Amazon Co. UK bestellt, so mache ich das immer, kleiner Preistipp, dann könnt ihr auf der DVD die deutschen Tonfiles sehen, die heißen immer German oder so, und dann einfach in WinRAR öffnen und in die entsprechenden Verzeichnisse entpacken, im Dragon Age Verzeichnis. Ja, ganz einfach. So, Gruppe sammeln und weiterziehen, natürlich.
Jetzt geht's in die Burg. Hier immer ganz wertvolle Tipps, die kennen wir aber alle schon. Zumindest die. Unfassbar! Die Festung wurde überrannt. Ich verstehe nicht, wieso die Wächter nicht gespürt haben, dass die dunkle Brut kommt. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber jetzt gucke ich mal, was ich antworte. Wie viele Wächter gibt es hier? Hier geht eindeutig etwas Merkwürdiges vor. Die Wächter sollten ihre Verteidigung verstärken. Fragen wir erstmal, wie viele Wächter es hier gibt. Nicht besonders viele, vielleicht ein Dutzend. Aber sie wurden von weiteren Soldaten begleitet. Unglaublich, wie effizient die dunkle Brut bei dem Überfall auf die Festung vorgegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kreaturen dazu in der Lage sind. Ja. Reißt euch zusammen, Rekruten! Ihr solltet euch vielleicht lieber im Hintergrund halten. Ich werde hier eure Hilfe brauchen. Das spielt keine Rolle. Wir werden sie besiegen. Natürlich spielt das keine Rolle, denn wir werden sie besiegen. Ja, sie werden dafür bezahlen. Ja. Also. Ah, sie stimmt zu und ich krieg plus 10 Freundschaftspunkte. Dunkle Brut. Sieh an. Ah, ja, ja, ja. Wieder ein paar Kreischer. Ihr könnt nicht vorbei. So. Das waren die Kreischer. Was haben wir hier alles? Holzkiste da hinten, Hebel da hinten, Tür hier vorne. Dann bleiben wir mal hier vorne. Achso, mit Tab übrigens kann man auch durch die Wände schauen, so in Anführungszeichen. Da hinten sehe ich, da befindet sich irgendeine Holzkiste und da ist anders. Da wird mir ganz anders. Gehen wir mal dahin. Das war ich nicht. Also, ich bin keineswegs unglücklich darüber, dass sie tot sind. Es war wirklich zu komisch, welche Geräusche Biff beim Sterben gemacht hat. Aha. Und wer bitteschön seid ihr? Also, habt ihr diese dunkle Brut erledigt? Ihr mochtet sie wohl nicht besonders. Das ist unmenschlich. Aber erstmal wollen wir wissen, wer das ist. Mein Name ist Anders, Magier und gesuchter Abtrünniger. Zu euren Diensten. Ein Abtrünniger in Vigils Wacht? Ihr wart nicht hier, als wir angekommen sind. An eine Frau wie euch würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Wir haben hier auf dem Rückweg zum Turm Halt gemacht. Eine kurze Pause, haben sie gesagt. Und jetzt sind sie tot. Eine Schande. Die Stimme kommt mir ein bisschen bekannt vor. Hört sich ein bisschen an wie True Blackie. Ja. Uns fehlt leider die Zeit, das auszudiskutieren. Und damit meine ich das, was er gesagt hat. Diese Männer waren Templer. Eigentlich ist mir eure Vergangenheit ziemlich egal. Ach, ihr seid also gar kein grauer Wächter, sondern eine Abtrünnige. Aber momentan haben wir natürlich ganz andere Probleme. Wohl wahr. Diese dunkle Brut lässt einem einfach nie genug Ruhe für eine kleine Plauderei, nicht wahr? Sag ich ja. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich helfe euch und den Rest besprechen wir später. Nachdem wir diese Bastarde erledigt haben. In Ordnung? Jetzt hört sich die Stimme wieder anders an. Anders, hahaha. Witzig. Also, anders. Die meisten Leute genießen es natürlich, morgens durch Tritte gegen den Kopf geweckt zu werden. Ich bin einfach viel zu anspruchsvoll. Anders ist ein abtrünniger Magier, der von Templern gefangen genommen wurde und in den Turm des Zirkels zurückgebracht werden sollte. Vigils Wacht sollte dabei nur ein kurzer Halt auf ihrer langen Reise sein. Doch unglücklicherweise wurde die Festung kurz nach ihrer Ankunft angegriffen. Anders wurde neben den Leichen seiner Häscher aufgefunden, beharrte jedoch darauf, dass sie von dunkler Brut getötet worden seien. Anders schloss sich Erik an, und das ist der Held hier, um die dunkle Brut in Vigils Wacht zu vernichten. Ah ja,